Ja, komm. Scheiß drauf, es kostet mich der Spaß. Nur sechs Level? Gönn ich mir. So. Bogen. Das da. Kiste war ja oben. Ja. Lass mich raten, man kann hier keinen Flint so herstellen. Nee. Du hast das Mod-Denken. Hab ich auch schon probiert. Ich bräuchte nämlich noch ein paar Pfeile. Mit 18 komme ich nie weit. Ich habe jetzt endlich mal. Hab endlich mal Power 3. Auf dem Bogen. Mach mal XP Keeper Befehl. Ganz oben eckige Klammer auf, XP Keeper Klammer eckige Klammer zu. Okay. Das X, das P und das K bitte groß schreiben. Unbreaking 2, Efficiency 2. Kommt erst. Alter, wie verzauberte Picken ich hier hab. Eine Diapicke mit Silk Touch, eine Diapicke mit Efficiency 3, Unbreaking 3. Nochmal eine Diapicke mit der gleichen Verzauberung und eine mit Efficiency 4. Wow. Jetzt haben wir meine Basic Core erst fertig. Also es wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich die verbessere weiter. Ich habe jetzt gerade nämlich keine Bock auf Deko-Elemente. Habe ich bei mir auch noch nie eingebaut. Wird irgendwann mal kommen. Ein paar Steinchen brauchen wir dann noch. So. Die sind sogar besser. Kann man was Schönes bauen. Irgendwo hatte ich doch meine Eisentüren. Weiß ich gerade Nacht, könnt ihr kurz schlafen? Ja. Da haben wir die Eisentüren. Dann zwei Knöppelis. Nee, viere. Nee, zwei. Und zwei Treasure Plates. Das. Das. Jetzt habe ich drei Treasure Plates und einen Knopf. Warum? So. Hallo, ich habe noch einen Brewing Stand in meinem Haus stehen gehabt. So. Was mache ich jetzt in Folge 50? Hast du mal geschaut, warum die Loren entgegenkamen? Nee, das mache ich jetzt so. Weil mir kam gerade witzigerweise schon wieder einer entgegen. Ja, irgendwas ist hier bei uns gerade buggy. Bist du gerade auf dem Weg im Dorf? Ich bin gerade zum Weg ins Dorf, auf dem Weg ins Dorf, weil ich zwei Loren hinterher jage. Also, die Ene ist jetzt bis hoch gefahren. Es kann sein, weil vielleicht zu viele waren und die Kistenloren, die fahren. Also, die Ene ist zum Beispiel nicht bis ganz hintergefahren. Die hat vorne beim Hopper Halt gemacht. Und wenn dort dann Ene steht, die versperrt den Weg und schickt die nächste wieder zurück.
schick die dann einfach mal alle zu uns. Ich stehe nämlich gerade hier oben. Ja, ich komme. Das ist halt wirklich seltsam. Warum steht hier so ein Türchen? So. 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 Ah, der ICE ist auch nicht mehr das schnellste hier. Wie, der ICE ist nicht mehr der schnellste hier? Ich warte immer noch. Ach so, ja. Du wolltest auch keine. Ich könnte natürlich doppelt so viele Power Rates, aber dann rasen wir richtig zum Dorf. Du, mittlerweile, wir haben hier noch 7 Stück. Könnte ich eigentlich hier vorne am Anfang mal setzen. Ich bin schon beim Dorf, beim Dings, bei den Türen. Okay, da kommt schon Nummer 1, da gehe ich wieder hoch. Da wollen wir doch mal lunzen. Wow, du fährst bei mir im Boden. Hä? Du bist bei mir gerade wirklich. Steckt die bei dir auch im Stein? Ich sehe die zweite gar nicht. Die ist. Die war bei mir. Was? Die war bei mir gerade im Stein drin. Ja. Dürfen wir halt immer bloß eine machen. Die bleibt jetzt dort stehen. Wo ist die dritte? Die habe ich schon abgebaut gehabt. Dürfen wir immer bloß eine losschicken. Also du kannst gerne noch mehr Power Rate Rails dann setzen, da habe ich kein Problem damit. Da hab ich kein Problem damit. So, Wither Skeleton Spawn Eye Zombie Field Piglin Spawn Eye Witch Spawn Eye Creeper Spawn Eye. Ist Feuerticks aus? Ja. Das bedeutet, Feuer breitet sich nicht aus, sondern entzündet sich gar nicht. Nein, Feuertick ist komplett aus. Also passiert gar nichts. Ja gut, von Blitz entsteht zwar Feuer, aber es breitet sich nicht aus. Und es macht auch nichts kaputt. Also kann ich Holz neben Lava platzieren, so gesehen. Yep. Lieblingsaufgabe wieder nachgehen, aber oh, ich hasse es. Hui! Ist immer noch kein Soulstone drin. Ja, weil wir keinen haben. Warte, ich guck mal hier bei uns in der Umgebung im Wasser nach. Haben wir ja immer so ein bisschen was gehabt. Da hatten wir ja immer was. Weißt du, wo Lava in der Nähe ist? Ja, und ich bin doof. Frage. Ignoriert meine Frage. Sowas kann ich nicht ignorieren.
So, in die Richtung war ich mit Darko unterwegs. Da hatten wir ja auch ein bisschen was gefunden, oder Darko? Oder Wasserschluck. Oder Wasserschluck oder was? Ja, na, auch allgemein. Ja. Unter Wasser gedöns. Ich fahre jetzt mal den Weg ab, den wir schon erkundet hatten. Bis hin zu dem Ding, wo du gestorben bist, dort, wo dieses gespawnte Nether-Portal gedöns war. Jupp. Gucken, ob dort noch Souls sind, ist. Ich habe jetzt auch einen Safe im Mülleimer. Da kann ich ja mal gucken. War in dem einen Dorf ein Villager, der Bücher getradet hat, also verzauberte Bücher? Da war gar kein Villager, der was getradet hat, weil die Ausrüstung ja fehlte. Das war im ersten. Ich meine das zweite Dorf. Keine Ahnung. Weil wenn ich eh gerade auf dem Weg dahin bin, kann ich auch mal lunzen. Ich bin mit meinem Häuschen zufrieden. Ich find's schön. Häuschen oder Loch? Es ist ein Haus. Nee, es hat vier Wände, es hat ein Dach und es hat einen Fußboden. Es ist demnach die Definition eines Hauses. Auf deinen Glaskotzhaufen tust du jetzt ernsthaft kein Dach mehr? Nein, das ist ein Sonnenlichtdach. Oh je, Mini. Ike, du solltest vielleicht in den Regeln nächstes Mal Definition von einem Haus schreiben. Ey, ich kann auch den Early Boy machen und einfach gar kein Haus bauen, sondern einfach nur die Kisten mit und alles irgendwo in der Ecke stellen. Aber Darko, dann wärst du aber auch am Arsch, wenn es darum geht, schön bauen. Nein, aber es ist, meint es wenigstens Definition ein Haus. Bei ihm ist es ein Glasloch. Es ist kein, naja, ein Glasloch ist es nicht, weil da müssten die Wände ja auch aus Glas sein. Es ist ein Loch abgedeckt mit einem scheiß Glashaufen. Ja. Kann man immer schön reinspannern. Kann sich keine Frauen dazu holen. Wenn ich irgendwas mit Frauen machen möchte, gehe ich in ein Tiger-Biom. Die wird sie dann immer schlechter. Im Übrigen, die Folge heißt auch, wir stecken in Tiger oder wir sind in Tiger. Ach du Scheiße. Ich habe zur Not ein Bett dabei, wegen Schlafen. Ich habe gerade ein Iglo gefunden, in der Nähe vom ersten Dorf. Hier gibt's noch ganz viele Lampen. Also ich fahre gerade rüber zum zweiten, also zu unserem Dorf. Hallo Villager. Wenn ich drüben bin, würde ich... Leather Tunica blau tradet der, okay. Ne, die kann manchmal gefärbt sein, die kannst du auch selber färben, wenn du möchtest. Ja, das kommt bei mir sowieso noch. Ja, in so einem seltsamen Projekt mussten alle Leute aus Lost Woods in der Hauptstadt ja immer eine gelbe Kappe tragen. Stimmt. Ja, das verstehe ich sowieso nicht. Das ist reinste Diskrimination. Oder wie das also, heißt. Ich, komplett überspitzt, wir hätten uns auch einfach unsere Skins umpixeln können und jeder von uns hätte einen Judenstern auf der Brust tragen können. Das hat denselben Effekt, finde ich. Ja, das war dort so richtig narzisstisch angelehnt alles. Was die dort abgezogen haben. Also auf unserem eigenen Discord haben wir halt auch wirklich darüber Witze gemacht. Ja, also wir pixeln uns jetzt bald alle einfach einen Skin mit einem Judenstern vorne drauf, dann brauchen wir unsere Kappen nicht mehr. Ja, das ist... Ja. So, ich liege, falls sich jemand dazugesellen will. Ich bin schon auf der halben Strecke, also ich würde gleich auch mich hinlegen. Ich habe ausnahmsweise mal kein Bett dabei. Ich habe ein Iglo mit einem Bett gefunden. Da habe ich das einfach rausgeholt. Lass mal warten. Hier draußen sterben gerade Villager.
Ja, es ist das. Feuerpick auch ist? Ja, ist aus. Weil unten brennt's. Das passiert trotzdem. Aber es fackelt nicht ab. Nein. Da musst du dann Trapdoors setzen. Oder wie hießen die anderen? Treasure Plates. Damit dort kein Feuer entsteht. Wo war ich nochmal hier drüben bei dem Dorf eigentlich? Ach, weil ich Potatoes traden wollte. Hä, viel Spaß, sind immer noch gesperrt. Probier ich schon gefühlt seit 2 Tagen. CO2, aber du bist richtig hier, du kannst gleich einen Villager einsperren. Welcher ist gemaxt? Der da. Der Weaponsmith ist einmal gemaxt. Der Mason ist gemaxt. Okay, liegt bei dir hier vorne auch einer. What the fuck? Davon mache ich einen Screenshot. Was denn? Ja, warte, ist doch. Mal, Moment, ich muss. Dreht ihr dort gerade Villager-Porno? Nee, aber der eine Villager hat ein Problem. Speicherort öffnen. Wo ist denn der. Bilder aus. Ich hab's in Bilder aus Games reingepostet. Guck ich dann mal rein. Ich schau gerade mal. Der läuft auch so mit hier herum. Ich kann den ja halt nicht antraden. Doch, ich muss seinen Kopf angucken, dann kann ich mit dem traden. Haben wir denn hier noch Blöcke? Ich habe hier keinen Dingstone mehr. Also. Warte, ich habe Klingstone im Inventar. Dann machen wir ein paar Soundbricks. Hab ich dir in die Kiste getan? Ja, hier haben wir auch. Ja. Darko, das zweite Dorf, weiß noch ungefähr, in welchem Biom das war? Schnee. Also dieses Eisbiom. Okay, dann bin ich hier richtig. Haben wir denn hier noch Zäune? Ja, Zäune haben wir hier. Das ist noch, aber kein Spruce-Spot mehr. Ich hab's. Ich glaube, du brauchst noch einmal mit den. Du wolltest doch die Dio-Rüstung noch teilen. Wenn du es machst, hat der auch das Level up. Das Maximum. Mhm. Welches davon wolltest du dann? Trade ich mit dem das? Ich hab die Schuhe schon. Achso. Ja, also die Hose. Was hat die Hose drauf? Protection 3, Unbreaking 3. Also nichts Dolles. Ich würde die trotzdem nehmen. Wie viel kostet die? Hast du schon, hab ich schon für dich. Ja, aber wegen zu wiedergeben. Achso, 32. Ach, die haben schon alle da. Ike, nur für dich als Info, der tradet voll maximiert jetzt auch noch einen verzauberten Diamanten mit Fire Protection 1, Unbreaking 1, Aqua Affinity und passend dazu die Chestplate mit Protection 2. Ja, das gucke ich mir dann selber an. Hier, CO2. Der tradet hier gar nix. Hast du zufällig noch ein paar Emeralds? Ich hab mehr. Ich brauche nämlich noch. Ich würde mir gerne den Helm kaufen. Ich brauche noch 8. Keine mit. Gar keine? Scheiße. Nee. Ich hab echt keinen Bock wieder zurückzufahren eigentlich. So. Da habe ich noch einmal. Ich habe doch gesagt, dann bau doch unterwegs, lauf doch den Weg einmal von der Stadt zum Dorf und setz CO2 hast du die ganzen Kartoffeln im Winter?
Und setz noch mehr. Ey, nö, das wollte ich machen. Und setz noch mehr Power Rails, dann sind wir halt schneller unterwegs. Und? Ja, hier hast du schon mal 9 Emeralds. Ah, das reicht, danke. Also, welche haben wir jetzt fertig? Hallo Erdblock, ich rede gerne mit dir. Wo ich stehe. Ja, das ist echt scheiße, ich weiß. Der Mason hat das hier. Ja, ich werde langsam auch auf dem Kopf grün wie du. Das ist echt beschissen. Ike, was möchtest du denn? Der Villager-Sound ist hier gerade, CO2 ist lauter als du, der Villager-Sound ist lauter als du, ich rede lauter als du. Willst du mich gerade verarschen? Ich hab doch gerade... Boah, nö, ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal. Nö, das mache ich jetzt. Jetzt bin ich eingeschnappt, so. Ich kann dir nicht helfen, leider. Das ist aber nicht das erste Mal. Das war jetzt mittlerweile schon öfters so, dass ich einfach so überhört werde. Aber selbst CO2 hat mich dann noch wahrgenommen. Ich habe jetzt aber gerade auch nichts gehört, weil die Villager echt diesmal laut sind. Dann hört auf, Pornos mit denen zu drehen. So, ich bin jetzt im Minecart, jetzt habe ich keinen Störgeräusch mehr, dann bitte wiederhole dich, ich habe es leider wirklich nicht verstanden. Dann lauf doch jetzt von der Stadt zum Dorf den Weg ab und setz noch mehr Power Rails. Kannst ja bei den gesetzten Power Rails vorne und hinten eine hinsetzen. Die werden dann noch bepowert vom Redstone-Block und da sind wir halt schneller unterwegs. So, jetzt bei mir stehen sie jetzt wieder alle richtig, jetzt kann ich auch von vier Leute gucken. Das war das, was du sagen wolltest, okay. Das war das, was ich gesagt hatte. Ich dachte, das hat irgendwas mit deiner Exkursion zu tun. Nee, ich habe nur die Villager wieder freigelassen, die wir eingesperrt hatten mit Blöcken. Da war halt auch ein Farmer dabei. Ich wollte die Folge eigentlich was anderes machen. Jetzt pümmel ich hier echt rum und suche nebenbei noch Soul Sand. Ich glaube, Aqua Affinity gibt es einfach nur einmal. Aqua Affinity, oder? Es gibt nicht 1, 2, 3. Nein, gibt es nur einmal. Ja, was willst du auch mit 3x Aqua Infinity auf einem Helm, wo du dann noch auf deinem Werkzeug Efficiency drauf hast? Also baust ja keine Ahnung wie schnell ab. Hier sozusagen Haze 1, 2 und 3, nur für, halt für unter Wasser. Ach, die Verzauberung Haze könnten sie noch machen. Dafür hat man einen Beacon. Na ja, klar, aber für die Schuhe zum Beispiel, weil es gibt ja eine Verzauberung, dass du auf Soul Sand schneller bist oder schneller unterwegs bist. Allerdings verliert deine Rüstung dadurch auch an Haltbarkeit. Ja. Und da wäre doch sowas wie Haste, so eine Verzauberung wie eine Verzauberung wie Haste eigentlich richtig gut. Aber Haste macht dich ja nicht schneller. Nee, na doch, Haste macht dich automatisch ein bisschen schneller. Nee, das ist Speed. Haste ist nur Abbau. Also in Final Fantasy, ich gehe jetzt mal von dem Spiel aus, bist du, wenn du die Verzauberung Haste nutzt, schneller. Kannst schneller zaubern und. Naja, bei uns ist, also... Hier ist es wirklich, Haste ist nur für schnelle Abbauen, für nichts anderes da. Ich habe eigentlich so viele Ideen, was die hier noch reinbringen könnten, bloß die hören ja nicht auf die Community, die machen es ja selber, wie sie wollen. Das ärgert mich auch manchmal. Die hätten nämlich schon längst eigentlich in der Wüste Schlangen einführen können. Ich sag nur so, sie hören auf manche, nämlich auf Spark zum Beispiel, hat schon mal einige Sachen durchgebracht. Aber dafür musst du halt eine ordentliche Reichweite haben. Auf jemanden wie uns hören sie natürlich. Ja, was will ich mit Reichweite? Reichweite ist mir scheißegal. Ja, doch, du brauchst Reichweite, um überhaupt gehört zu werden. Ja, das ist mir, trotzdem die Reichweite scheißegal.
Weil die müssten einfach mal wirklich da ein Forum oder sonst was anlegen, wo man Haufen Verbesserungsvorschläge posten kann. Und die suchen sich dann da für jedes Update halt was raus. Das hat nicht mit YouTube zu tun. Das können auch ganz normale Banker sein oder ja, Verkäufer oder so, die dort was reinposten können. Die haben überhaupt keine Reichweite. Das muss ja nicht immer nach den YouTubern gehen. Nee, das mit den YouTubern war einfach nur ein Beispiel, weil ich das wusste, dass das so ist. Oh, da dreht schon wieder einer mit seiner Simse durch draußen. Ja, geh auf das Bett. Genau. Wird sowieso gerade Nacht. Ich höre das halt immer bei Ike Extremes. Das ist richtig nervig. Ich glaube, das hört man halt leider auch in den Aufnahmen manchmal. Ja, das sind wieder die Möchtegern-Poser hier, die unterwegs sind. Das, was man wirklich ganz stark hört, ist immer ein Krankenwagen, wenn er vorbeifährt. Ja gut, das hört man aber auch bei vielen anderen. Aber da mache ich mir keine Platte draus. Ich werde mir hier die Wohnung nicht so krass mit den Wänden zudichten, nee, dass man überhaupt nichts mehr von draußen hört. Außerdem, ganz ehrlich, wenn ich Verständnis habe, wenn es laut wird, dann bei Krankenwagen oder sonstigen. Ja, ist doch genauso, wenn ich jetzt wirklich eine Folge mit meinen Kindern aufnehme. Oder eine Folge aufnehme, wo meine Kinder bei mir sind. Das wird eine Chaosfolge, weil meine Kinder halt auch laut sind. Ja. Ich werde dann definitiv auch ein bisschen lauter reden müssen und alles Mögliche. Du Arschloch! Schießt der mich mit einem Trident ab? Ja, ich leg mich hin. Alter, macht zwei halb Herzen. Wer schießt dich wie ab? Hier so ein Baby-Ersoffener mit einem Trident! Arschloch! Ei! Oh, wir haben Block auf Quarz, können wir endlich upgraden. Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, da sind meine Kinder halt auch laut. Ich werde lauter, dann müssen die Leute mit klarkommen oder sollen die Folge ausschalten? Das ist mir doch scheißegal. Ja, außerdem, ganz ehrlich, man kann ja jeden leiser drehen. 3, 4, 5. Ja. Muss das Video ja nicht mit 100 Dezibel schauen. Genau. Der Diamanten-Axt mit Silk-Touch. Wer braucht's nicht? Kannst du nehmen, wenn du damit Leaves abbaust, kriegst du die Leaves anstatt, Okay, stimmt, da hast du recht. Nix anderes. Wenn du Fortune drauf hast, kriegst du zum Beispiel, die Saplings raus. So, bevor ich jetzt mein Zeug hole, werde ich die Folge hier erstmal beenden. Wo warst du denn? Nicht, dass wir es laden, aus Versehen. Nee, ich war immer noch in der Nähe vom anderen Dorf. Ach so. Gut, aber dahin fahre ich jetzt auch offscreen.